gab, das musste, danke Herr Hussein. Hallo Muslim. Heute haben wir 4 Drills für Beinarbeit für Krav Maga und wir starten direkt mit dem ersten. So, die Idee für Selbstverteidigung für Krav Maga ist, dass wir immer Distanz halten wollen. Das heißt, wir wollen eine gewisse Distanz haben, wo er mich nicht treffen kann. Er kann mich nicht schlagen oder kicken. So, die erste Übung wäre, wir sind beide in der Kampfstellung und ich will immer die gleiche Distanz haben. Das heißt, du musst hier nach vorne kommen, gehe ich zurück. Wenn er zurückgeht, komme ich nach vorne. Wenn er nach links geht, komme ich mit. Rechts, komme ich mit. So, das ist die erste Übung. Wir machen es so ein bisschen Freiheit. Genau. Die zweite Übung ist ähnlich, aber wollen wir Rasenkanal gehen. So, ich kann es kurz erklären. Alles, was vor meinem Angreifer steht, ist sein Angriffskanal. Das heißt, er kann, wenn ich hier bin, kann er mich schlagen oder kicken oder stechen mit Messer oder was auch immer er machen will. So, die Idee für uns ist, wir wollen immer Rasenkanal gehen, sodass er mich nicht so schnell, nicht so einfach angreifen kann. So, die zweite Übung sieht so aus, er bewegt sich nach vorne, zurück, links oder rechts. Und ich finde die richtige Zeit, nochmal, ich finde die richtige Zeit, um Rasenkanal zu gehen. Bewegt sich, ab, hier raus, einfach an mit Zeitklick und dann gehe ich weg. So, nochmal ein bisschen langsamer, wir spielen. 1, 2, 3. So, wir wollen uns dran gewöhnen, nicht nur vor- und zurückgehen, sondern in dem richtigen Moment auch die Winkel ändern und dieses Vorteil oder diesen Moment benutzen, um anzugreifen. Die dritte Übung ist ähnlich wie die zweite. Wir wollen jetzt unsere andere Seite benutzen. So, die zweite Übung war Schritt zuerst mit dem vorderen Bein, jetzt machen wir den Schritt mit dem hinteren Bein. Aber im Endeffekt ähnliche Idee. So, er bewegt sich. Vor, zurück, ab. So, nochmal. Das ist die Idee. Das hintere Bein macht einen Schritt zur Seite. Schritt zur Seite. Und dann kicke ich mit dem vorderen Bein. Die vierte Übung für heute ist auch gleiche Idee. Wir wollen Rasenkanal, aber mit einem anderen Schritt. So, bisher sind wir einfach zur Seite gesprungen. Jetzt machen wir einen Schritt und 90-Grad-Rotation. Und das ist eine sehr typische Bewegung für Krav Maga. Normalerweise machen wir das mit dem vorderen Bein, aber es gibt keinen Grund, das auch nicht mit dem hinteren zu machen. So, nochmal. Er bewegt sich nach vorne, zurück, links, rechts. Und ich bin raus. Mein hinterer Fuß kommt nach vorne. Es ist immer noch 45 Grad, es ist immer noch eine Kampfstellung. Dann drehe ich mich 90 Grad. Aus dieser Position kann ich entscheiden, wie ich angreife, wenn überhaupt. Ich kann schlagen, ich kann mit Knien arbeiten, ich kann kicken oder ich kann einfach abhauen. So, zum Beispiel. So, das ist eine Möglichkeit. Es gibt keine Regeln, die sagen, wir müssen kämpfen. Selbstverteidigung, wir müssen nicht kämpfen. Wenn wir können, wollen wir abhauen. Das waren 4 Beinarbeitübungen für Krav Maga. Und bis nächstes Mal. Tschüss, Muslim. Danke, tschüss, Muslim.